mit dem Ende der Schulzeit. Hilf mir, gibt gar keine Fix mehr. Alles fake, plötzlich rausgeflogen aus Hotel Mama. Die 20-jährige Jacqueline steht auf, wenn andere schon längst arbeiten. Geld verdienen hat sie nicht nötig, denn sie genießt die Vorzüge ihres Lebens im Hotel Mama. Immer diese privilegierten Rich Kids. Weißt du, wie ich groß geworden bin? Ohne Taschengeld. 50 Cent habe ich bekommen. Was habe ich mir damit gekauft? Ja, Chips. Und ich habe mich gefreut darüber. Mann, Jacqueline. Die ganze Woche Party machen, nur schlafen, aber mal 3 Schritte ans Telefon gehen, geht ja wohl nicht, oder? Rot? Oh mein Gott, die heißt Rot mit Nachnamen? Das ist meine Fam! Das ist meine Zukunft, die wir hier sehen! Das ist meine verzogene Tochter später! Und Claudia ist meine Frau! Herr Ost, Sie rufen bestimmt wegen Schatz. Yo, was war das denn, Alter? Die ist so... Oh mein Gott! Hä? Was war das? Hä? Herr Ost! Sie rufen was bestimmt war das wegen Jacqueline an. Und das ist wieder ein ganz neues... Das habe ich ja noch nie gehört. Sie hat was? Oh mein Gott, die sieht übertrieben aus wie meine ehemalige Deutschlehrerin Frau Schubert. 1:1. Frau Schubert, was machen Sie in dieser Hilf-mir-Folge? Das ist deine zukünftige Frau. Stopp, Leute. Stopp, ich werde nicht mit meiner Deutschlehrerin zusammenkommen. Schläfst den ganzen Tag, gehst shoppen mit unserem Geld. Das geht nicht mehr so weiter. Was ist dieser Drisch-Sound? Der klingt ja übertriebenst unpassend. Das ist die 4. Ausbildungsstelle. Wieder jede Menge zu tun in der Schweinerei. Guck mal, das bin ich, Leute. Tja, was ist hier los? Deine Tochter war ja gestern lieber Party machen, als ihren Vorstellungstermin wahrzunehmen im Reisebüro. Mein Gott, ich habe den Bernd extra gebeten, sie eine Chance zu geben. Jacqueline. Es kann nicht meine Tochter sein. Ich werde meine eigene Tochter niemals Jacqueline nennen. Jacquelines können nur arrogant sein. Ist das euer Ernst? Nur wegen einem Vorstellungsgespräch wollt ihr mich rausschmeißen? Das ist doch lächerlich. Schluss mit Hotel Mama. Was seid ihr eigentlich für Eltern wegen einem Vorne? Mit dem Ende der Schulzeit. Hilf mir, gibt gar keine Fix mehr. Davor waren das so abgespielte Videos von der jeweiligen Hilf mir-Episode. Dann waren das so blurred Screenshots von der Hilf mir-Episode. Und jetzt haben sie einfach aufgegeben und editieren das nicht mal. Das war's, die haben keinen Bock mehr. Das finde ich ja mega lustig. Hey, das ist ja so geil. Guck mal, jetzt kann ich alles machen mit diesem Greenscreen. Oh, ich habe eine Idee. Wir schicken sie nach New Donk City. Oh, die Musik habe ich auch dazu. Beginnt für viele Jugendliche eine aufregende, aber auch fordernde Zeit. Die Entscheidung, ihre Eltern Jacqueline rauszuwerfen, ist zwar hart, kann sie aber wieder auf die richtige Spur bringen. Das war doch nice, oder? So, und ich kann jederzeit aktivieren. Jacqueline hat keine Wahl. Sie muss ausziehen. Doch ein letztes Taschengeld lässt sie sich nicht entgehen. Warum ist denn die Folge so dramatisch, Alter? Wenigstens etwas. Jacqueline? Oh, ist das ein James-Bond-Film oder warum geht denn das auch so ab? Aber die will einfach nur von zu Hause weglaufen und die tun so, als hätte da jemand eine Panikattacke. Die eigene Mutter zu beklauen. Das ist ja nicht wahr, ne? Also die geben ja, also warum ist das einfach nur noch ein Greenscreen? Was sagen denn die Kommentare? Greenscreen funktioniert wohl nicht bei der Hitze. Ja, also wir bringen ihn auch nach New Donk City, habe ich gehört. Die eigene Mutter zu beklauen ist keine Lösung, sondern eine Straftat. Auch wenn es ohne finanzielle Hilfe der Eltern schwer ist, auf eigenen Füßen zu stehen, so wäre es doch viel besser gewesen, beim Jugendamt einen Antrag auf Hilfe für junge Volljährige zu stellen. Mit 200 Euro in bar und 2080 Euro auf dem Sparkonto flüchtet Jacqueline. Kann es sein, dass der Sound irgendwie ein bisschen komisch ist? Oder sind das nur meine Kopfhörer? Ich finde den Sound richtig weird von der Folge. Zu ihrer besten Freundin Leon. Also ich finde, mit der Stimme stimmt irgendwas nicht. Diese Voice-Over-Stimme ist so hinter der Musik. Wisst ihr, wie ich meine? Boah, aber der Weg zu dir, ne? Der war so anstrengend. Und in der U-Bahn hat es so gestunken. Sei doch froh, dass ich dich von der U-Bahn abgeholt habe. In der U-Bahn hat es so gestunken. Ach, wenn du wüsstest, wer da alles war, wer denn? Geringverdiener. Serkan hat geschrieben. Kenne ich nicht. Natürlich kennst du Serkan nicht. Wundert mich auch nicht. Du haust viel zu früh bei den Partys ab. So lernst du auch keine coolen Jungs kennen. Wann kommt denn Serkan in den Club rein? 4 Uhr morgens? Ladies, was geht? Alles gut? Serkan ist mein Girl. Serkan ist mein Girl. Serkan ist mein Girl. Schön, dich zu sehen. Siehst heiß aus. Dankeschön. So, ein Aperol Spritz. Genau. Und eine Cola. Danke. Eine Cola? Dein Ernst? Sind wir auf dem Kindergeburtstag oder was? Als ob Cola so ein Geringverdiener-Getränk ist. Bringst du mir auch eine Cola, aber mit einem richtigen geilen Schuss Whisky, okay? Ich weiß ja nicht, was du morgen machst, aber ich muss morgen arbeiten. Deswegen will ich mir heute nicht die Kante geben. Du bist also jemand, die keinen Alkohol trinkt. Ach, naja, im Herzen 14 geblieben. Naja, wenn das so dein Ding ist. Ja, Leute, wir trinken jetzt erstmal was, ne? Dann wird die Stimmung auch besser. Ihr müsst euch einfach nochmal besser kennenlernen.
Ja, aber ich lasse mich doch nicht blöd anmachen, nur weil ich Nikola trinke. Beruhig dich jetzt erstmal. Okay. Was geht eigentlich mit seinen Haaren ab? Von wann ist die Folge? Wahrscheinlich 2008 oder so. Hat man einfach so ausgesehen? Viel Vergnügen euch zwei. Ist das dein Ernst? Ja, das ist mein Ernst. Er hat einen dummen Spruch gebracht und hat dann so gar nichts mehr gesagt. Und dann hat sie sich 5 Minuten darüber aufgeregt, dass er diesen dummen Spruch gebracht hat und ist gegangen. Du kennst gar keinen Respekt. Richtig. Ich war total nett zu ihm und er muss mich hier blöd anmachen wegen meinem Job. Das ist nur so, weil ihr euch noch nicht kennt. Ihr müsst euch näher kommen, dann würdet ihr euch wirklich gut verstehen. Ihr müsst euch näher kommen, ihr müsst vielleicht ein bisschen kuscheln im Bett und so. Ich erlaube das auch. Vielleicht mache ich ja mit und dann, ja. Ich gebe dir jetzt den Hausschlüssel. Wir sehen uns später. 20 Minuten später. Warum ist die Hintergrundmusik 30 mal lauter als die Voice-Over-Stimme im Hintergrund? Also das ist so ultra weird abgemischt, dieser Folge. Es hat einfach nur ein Greenscreen. Es wirkt so, als wäre das irgendwie noch auf die Schnelle geschnitten worden. Also hättet ihr mir diese RAW gegeben, ich hätte sie euch 1000 Mal besser geschnitten, liebes Team von Hilf mir. Aber eins muss sich definitiv ändern. Mhm. Es kann nicht sein, dass so eine schöne Frau wie du mir 50 Euro an Getränken ausgibt, okay? Glaubst du, du kannst mir Vorschriften machen? Hey, in meinem Land. Oh mein Gott, was will er sagen? Ich glaube, es kann nur Scheiße kommen. Er hat angefangen mit, also in meinem Land. Da gibt der Mann der Frau einen aus und nicht umgekehrt. Das würde meinen Stolz verletzen. Mega cringe. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Natürlich wollen wir das nicht. Mhm. Aber ich meine, wie kannst du dir das Ganze hier so finanzieren? Warum übernachtest du dann bei deiner Freundin? Ich meine, die hätte ja auch eben den Schlüssel gegeben. Oder hast du keine eigene Bude? Leonie wohnt eigentlich bei mir. Um Eindruck zu schinden, lügt Jacqueline ihren Schwarm an. Was ich vergessen hatte, vorher zu fragen, wer ist das eigentlich? Also ich habe die noch nie gesehen. Deswegen muss ich das rein traditionell machen. Es tut mir leid. Charnbroke, wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Eine Woche später. Jacqueline hat in der Zwischenzeit das Sparbuch ihrer Mutter komplett geplündert, um Freund Serkan zu imponieren. Aber ich finde das halt immer geil, dass die Eltern das erst nicht merken und dann, wenn schon zu spät ist, realisieren die so, jo, mir fehlt ja Cash. Danke für die schöne Lederjacke. Die ist echt schön. Ich hätte die 180 nicht so einfach locker machen können, aber scheint Peanuts für dich gewesen zu sein. Carlotta schreibt, eben hat es noch seinen Stolz verletzt und jetzt nimmt er einfach so 180 Euro Jacken an. Also was jetzt? Wie macht man es jetzt in deinem Land? Was machst du hier? Musst du nicht arbeiten? Natürlich muss ich arbeiten. Ich habe nur mein blödes Praxisoutfit für die Nachmittagsschicht zu Hause vergessen. Was ist eigentlich mit der... Kein Wort über die Miete bei Serkan. Kein Wort. Jetzt guck mich an. Guck mir in die Augen. Ich habe hier ein Messer. Schau nach unten. Nur eine Sekunde. Siehst du das Messer? Okay, ich schau wieder hoch. Guck wieder in meine Augen. Du machst jetzt das, was ich sage. Okay. Versprochen. Ja, ich verspreche es dir, ist ja gut. Ich meine, von außen, sei ehrlich, sieht's nicht so geil aus, ne? Ja, nee. Alles, was aus seinem Mund kommt, nervt mich. Also der muss wirklich nur den Mund aufmachen und ich bin genervt. Also das Problem ist, solche Leute gibt es ja wirklich und man hält sich ja immer von denen fern, aber jetzt muss man sich so damit auseinandersetzen. Wie es in deinem Land Tradition ist, der stolze Mann darf die Frau einladen. Du hast ihm eine 180-Euro-Jacke gekauft. Und da ging das mit seinem Stolz klar. Doch da hat sie die Rechnung ohne ihre Mutter gemacht. Oh Gott, die Mom. Oh Gott, jetzt steht sie da. Frau Schubert. Frau Schubert droht. Gott sei Dank, du bist hier. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich habe was Besseres gefunden als Hotelmama. Und das... Ja. Hotel, beste Freundin. Nennt sich Freiheit. Deswegen bin ich nicht hier. Mir hat man Geld geklaut. Und mein Sparbuch ist auch weg. Beides ist nicht mehr da, seit du aus dem Haus bist. Oha. Hast du das Geld genommen, Jacqueline? Wer das Sparbuch in der Hand hält, kann über das Geld verfügen. Was soll denn das Kleid her? Das hat doch auch Geld gekostet. Das ist doch ein neues Kleid. Das habe ich geschenkt bekommen von Serkan. Ist my girl. Ist von Leonie. Die 20-Jährige ist am Ende. Ich bin sozusagen psychisch am Ende. Vor lauter Frust hat sie ihr Date mit Serkan abgesagt. Nein! Oh mein Gott, was passiert jetzt? Weil wenn ich gerade getroffen habe, den Vermieter, der unten wohnt. Weißt du, was er mir erzählt hat? Der ist komplett ausgeflippt. Wie du jetzt? Dass er einen Streit gesehen hat von einem jungen Mädchen, die seit Tagen hier ein- und ausgeht und von ihrer Mutter. Die zwei Asoziale sollt ihr euch angeschrien haben. Wann? Du warst doch diejenige, die ihr gesagt hat, wo ich bin. Du hast es ihr hinter meinem Rücken erzählt. Natürlich erzähle ich deiner Mutter, wo du bist. Sie wäre vor Sorge fast umgekommen. Belüg sie nicht so wie du. Ich raste auf, Chuck. Yo. Ich raste aus! Zum Feiern gehen, zum Essen gehen und zum Saufen hast du Kohle ohne Ende. Aber für meine Miete nicht. Yo, ich glaube, die spielt das nicht. Die spielt das nicht. Die ist wirklich sauer. Morgen will ich dich nicht mehr sehen. Hast du mich verstanden?
Ich finde das geil, dass die Hilfmeerkarte einfach nochmal einen Tisch hinterhergejagt haben, kurz bevor die Folge aufhört. Guck mal, sie hat so Ansage gemacht und dann kommt nochmal so... Gehen! Heute Nacht kannst du noch bleiben, aber morgen will ich dich nicht mehr sehen! Wilde Folge. Und aber schön auf die Glocke drücken, Leute!